Ich spiele Super Mario 64, aber in jeder Welt kommt ein neuer Filter. Dabei möchte ich in jeder Welt 100 Münzen sammeln. Anfangs haben wir noch schöne und einfache Filter, aber je weiter wir kommen, desto krasser werden die Filter. Am Ende kann man teilweise gar nicht mehr spielen. Und ganz zum Schluss werde ich alle Filter gleichzeitig aktivieren. Glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem abwechslungsreichen und verrückten Video. Dann starten wir doch gleich mal im ersten Level Bob-Oms Bombenberg mit dem ersten Filter, nämlich dem Neonfilter. Das ganze Spiel sieht richtig cool aus, aber es ist ehrlich gesagt nicht so schwierig, hier klarzukommen. Das geht noch. Die Münzen und Gegner heben sich noch schön von allem anderen ab, also ich kann hier gut einige Münzen sammeln. Okay, der Himmel sieht aber ehrlich gesagt ziemlich komisch aus. Ich versuche mal, mich hier so hinschießen zu lassen. Ich will ganz gerne oben auf der Insel landen. Und das hat funktioniert. Sehr schön. Ich habe nämlich auch schon die Wing Cap und kann jetzt hier im Neonfilter durch die Luft fliegen. Sehr nice. Ja, und von oben den ganzen Berg zu sehen, sieht nochmal etwas cooler aus. Wirklich ein sehr schöner Filter, aber allzu schwierig war das jetzt natürlich noch nicht. Da haben wir die 100 Münzen. Aber glaubt mir, gegen Ende kommen noch so schwierige Filter, dass man teilweise gar nicht mehr spielen kann. Aber jetzt geht's erstmal weiter in Wumms Wuchtwall mit dem Steinfilter. Ist ja auch sehr passend zu Wumms Wuchtwall. Ich werde vor allem am Anfang darauf achten, dass die Filter immer thematisch passen zur Welt. Aber später kommen dann einfach nur noch die komplett kranken Filter. Und natürlich werden auch die Level schwieriger, je weiter wir kommen. Hier kann man ja noch fast gar nicht runterfallen. Aber später kann man ständig runterfallen. So, und hier sind die letzten paar Münzen. Damit haben wir auch hier in Wumms Wuchtwall die 100 Münzen erreicht. Sehr schön. Wir machen weiter in der Piratenbucht-Panik mit einem meiner Lieblingsfilter, würde ich sagen. Nämlich dem Regenfilter. Wir spielen durch ein angelaufenes Fenster und nur bei den Regentropfen kann ich wirklich erkennen, wo Mario gerade ist. Das ist jetzt schon der erste Filter, der mich wirklich stark einschränkt und wo ich gar nicht mehr so viel erkennen kann. Es gibt hier in der Piratenbucht-Panik auch nur gerade so 100 Münzen, deswegen muss ich eigentlich so ziemlich alle mitnehmen, die ich sehen kann. Und jetzt gerade hier auf diesen engen Pfaden zu laufen, ohne runterzufallen, ist echt gar nicht einfach, weil ich kaum was sehen kann. Und ich kann übrigens auch gar nicht richtig erkennen, wie viele Münzen ich eigentlich habe. Ich glaube 35 sind es gerade, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt wurde ich von irgendwas getroffen. Es ist jetzt schon komplettes Chaos. Jetzt bin ich auch gerade unter Wasser und ich kenne mich irgendwie nicht so ganz aus, wo ich gerade bin. Ah, da sind auf jeden Fall ein paar weitere Münzen. Die nehme ich doch gerne mit. Das ist noch einer der einfachsten Filter und ich habe jetzt schon voll die Probleme. Wie wird es dann erst später? So, und hier ist der blaue Schalter. Der ist extrem wichtig, weil dadurch ganz viele blaue Münzen kommen und die muss ich unbedingt alle bekommen. Deswegen wünscht mir Glück, dass ich sie erkennen kann. Ja, so halbwegs. Okay, ich dürfte alle mitgenommen haben. Puh. Jetzt haben wir schon 92, dürften das sein. Also es fehlen nicht mehr viele. Hier sind noch einige auf dem Boden. Das sind, glaube ich, 8 Stück, oder? Ja, damit haben wir 100. Sehr schön. Puh, aber das war echt schon härter als gedacht. Als nächstes kommt Bibberberg Bob, eine Eiswelt. Und deswegen haben wir hier natürlich den Eisfilter. Ich versuche mal gleich am Anfang die Rutsche zu machen. Was soll da schon schief gehen? Ja, ich glaube, jetzt könnte der erste Tod vielleicht kommen. Mal gucken. So, hier sind einige Münzen vor mir. Die Münzen sind halt irgendwie auch doppelt dargestellt, wegen dem vereisten Glaseffekt hier. Und hier sind auch einige Münzen, die ich auslassen muss, weil ich mich nicht wirklich auskenne. Aber ein paar habe ich schon mitgenommen. Und hier kommen ganz viele Münzen auf einmal, aber ich habe, glaube ich, auch einige ausgelassen von denen. Okay. Ich kann auch wieder nicht erkennen, wie viele Münzen ich gerade schon habe. Das kann ich diesmal wirklich gar nicht erkennen. Also ich muss einfach hoffen, dass ich schon nah an den 100 dran bin. Also ich würde vermuten, dass ich jetzt 48 oder 38 oder so habe. Ich will hier ganz gerne ganz an den Rand gehen, um mich hoch zu teleportieren. Was? Ich stand doch am Rand. Also, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Das gibt's ja gar nicht. Erster Tod. Und das heißt alles wieder von vorne. Yippie. Aber ich glaube, ich habe jetzt bei der Rutsche schon mehr mitgenommen als gerade eben. Deswegen ist gar nicht so schlecht. So, ich versuche nochmal, mich nach oben zu teleportieren. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, sehr gut. Denn jetzt rutsche ich hier außen noch nach unten, denn da dürften auch noch einige Münzen auf dem Weg kommen. Hier zum Beispiel sind weitere, die habe ich auch, glaube ich, bekommen. Stimmt, und hier ist der blaue Schalter. Das wird aber jetzt, glaube ich, gar nicht einfach, hier die blauen Münzen zu bekommen. Aber ich werde es mal versuchen. Es sind, glaube ich, eh nicht viele. Ich glaube, nur diese beiden hier. Und wir haben schon 100 Münzen. Okay, hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch so schnell ging. Aber sehr schön. Jetzt wird's gruselig hier in Big Boos Burg. Und deswegen haben wir auch einen gruseligen Filter, nämlich den dunkle Wolkenfilter. Auf dem Bildschirm erscheinen die ganze Zeit dunkle Wolken, die mir teilweise komplett die Sicht nehmen. Manchmal ist der Bildschirm einfach komplett schwarz und ich sehe gar nichts mehr. Aber es gibt dafür auch ein paar Phasen, wo ich relativ viel sehen kann. Also manchmal ist es sehr gut, aber manchmal auch sehr schlecht. Autsch. Gerade wenn ich irgendwelche präzisen Sprünge machen muss, muss ich natürlich darauf hoffen, dass ich gerade halbwegs was erkennen kann. Oh Gott. Zum Glück ist Big Boos Burg aber ein relativ einfaches Level, wenn es darum geht, 100 Münzen zu bekommen, weil es hier sehr viele relativ einfache Münzen gibt. Okay, dann brauche ich nur noch alle blauen Münzen von diesem Schalter hier. Und dann haben wir, glaube ich, über 100. Oh, da bin ich gebonkt, leider. Kriege ich die noch? Komm schon, komm schon.
Ja, sehr schön. Gut. Das war sogar leichter als gedacht, aber ich glaube, der nächste Filter hat es wieder in sich. Denn wir machen weiter in der Wobi-Waber-Wüste mit dem Hitzewellenfilter. Es ist hier so heiß, dass die ganze Luft hin und her wabert und ich deswegen Entfernungen kaum mehr abschätzen kann. Ich versuche mal, die Gumbas hier unten zu besiegen, aber das ist wirklich gar nicht... Ah, das wollte ich gar nicht. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich kann null abschätzen, wo die sind. Sind die jetzt schon nah dran oder nicht? Okay, Double Kill. Sehr gut. Das könnte jetzt ein bisschen wahnsinnig sein, aber ich versuche mal, mit dem Panzer hier entlang zu düsen. Aber es könnte passieren, dass ich jetzt gleich irgendwo dagegen crashe und ich dann einfach sterbe. Ich sehe gar nichts mehr, was passiert? Okay, einfach ganz ruhig auf der Säule landen, Mario. Mario, bleib ruhig, bitte nicht sterben. Okay, sehr gut. Eieiei. Ich glaube, ich nehme mir lieber mal die Wingcap und werde mit der auf die andere Seite fliegen. Ja, in der Luft kann man sogar halbwegs die Entfernungen abschätzen, finde ich. Das geht ganz gut. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie viele Münzen man braucht, bevor man in die Pyramide reingehen kann. Ich habe jetzt 36. Ja, ich versuche mal noch auf 40 zu kommen, dann gehe ich, glaube ich, rein. So, hier am Rand von der Pyramide dürften auch noch welche sein. Ich darf gleich nur nicht von diesem Feuer hier erwischt werden. Ja, da sind sie. Das sind ganz, ganz schmale Wege, die man hier nur entlang gehen kann. Das ist jetzt ziemlich schwierig. Okay, aber die habe ich noch alle bekommen. Jetzt will ich bitte einfach nur in die Pyramide rein. Okay, ich habe jetzt sogar doch noch einige bekommen. Bin jetzt bei 52. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, ich fliege langsam rein in den Eingang. Okay, sehr gut. Wir sind drin. Hier ist auch wieder ein blauer Schalter und ich muss wieder unbedingt die blauen Münzen mitnehmen. Die dürften gleich hier irgendwo sein. Hier sind sie, genau. Komm schnell. Okay, alle mitgenommen. Gut. Jetzt muss ich nur noch hier dran vorbei und dann gleich... Nein, jetzt bin ich drunter gefallen. Nein! Ich war doch schon ganz oben. Ganz oben wären die letzten vier Münzen gewesen. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Sind hier in der Box vielleicht noch ein paar Münzen drin? Nein, nur ein Leben. Super. Okay, ein paar Gumbas sind hier noch. Ich will jetzt eigentlich nicht wieder ganz nach oben klettern müssen. Zwei Münzen fehlen noch. Hier ist auch noch eine weitere Box. Da sind noch Münzen drin, oder? Komm schon, bitte. Nein, wieder nur ein One-Up. Das gibt's ja nicht. Einen Goomba habe ich hier noch gefunden, aber mir fehlt halt noch eine Münze, ne? Das gibt's nicht. Nee, stimmt, aber hier in diesem Treibsand, ich muss nur ein bisschen aufpassen hier, aber hier habe ich noch eine Münze, glaube ich, nicht geholt. Ja, da hinten ist sie. Da ist sie. Komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. Eieiei, das war doch noch sehr anstrengend zum Ende hin, aber geschafft. Damit kommen wir zur Lava-Lagune und auch wieder einem meiner Lieblingsfilter, nämlich dem Glitch-Filter. Ja, das ganze Spiel dreht so ein bisschen durch. Ich weiß nicht genau, wo Mario gerade ist und wo andere Objekte sind, aber das wird schon irgendwie klappen. Gerade hier in diesem Level, wo überall Lava ist, was soll da schon schief gehen? Ich werde mir bestimmt auf gar keinen Fall meinen Hintern verbrennen. Nie im Leben. Ah, ich bin schon in die Lava gefallen. Da war eine Lücke, die habe ich nicht gesehen. Mann, ich werde jetzt wieder versuchen, schön die Wingcap auszunutzen und immer zu den neuen Orten hinzufliegen, wo noch weitere Münzen sind. Hier sind zum Beispiel welche direkt unter mir, aber da habe ich leider die Lava erwischt. Okay, aber ich kann mich durch die Münzen gleich wieder heilen. Gut. Genau, und hier bei diesem Bulli Kampf sind auch einige Münzen, die ich mir mitnehmen kann. Jetzt sind hier wieder solche schmalen Pfade und auf denen entlang zu laufen, ist unfassbar schwierig. Mario ist immer irgendwie doppelt und dreifach da und ich weiß nicht, welcher jetzt der echte ist. Es ist echt richtig blöd. Aber ich spiele extra ganz, ganz vorsichtig, um ja nicht zu oft in die Lava zu fallen. Ja, apropos, da ist wieder passiert, aber ich habe hier noch ein bisschen Heilung. So, und ich glaube, 80 Münzen dürften genügend sein, um in den Vulkan reinzugehen. Das werde ich dann gleich auch machen und dort die restlichen noch sammeln. Da werden sogar auch noch welche, aber die sind mir zu riskant. Okay, dann gehe ich mal rein. 16 Münzen fehlen noch. Aber hier muss man auch sehr präzise Sprünge machen und wenn da einer von denen daneben geht, dann sieht's schlecht aus. Oh Gott, jetzt kommen diese Sprünge noch. Das wird nochmal richtig hardcore. Ich hab's fast geschafft. Aber ich darf jetzt bloß nicht runterfallen. Das sind fast Blindjumps teilweise, wenn sich im Sprung der Bildschirm dann ändert. Okay, aber ich bin hier oben und, ja, nochmal den Hintern verbrennen ist okay. Zwei Münzen fehlen nur noch und dort kann ich sie erkennen. Ich laufe jetzt ganz, 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 ganz langsam und wir haben's. Sehr schön. Echt ein sehr cooler, aber auch sehr schwieriger Filter. Die grüne Giftgrotte sieht irgendwie immer so trist aus, deswegen peppen wir sie mal ein bisschen auf mit dem Gameboy-Kamerafilter. Ja, ich hoffe, dass mir meine Augen nicht weggebrannt sind, nachdem ich diese Welt hier gespielt habe. Aber da müssen sie jetzt durch. Also hier sind übrigens überall Schluchten und da ist auch ein Flammenwerfer und so. Das kann man aber irgendwie alles nicht mehr so genau erkennen. Manche würden jetzt vielleicht sagen, früher war alles besser, aber ich zähle auf jeden Fall nicht zu den Leuten. Aber zumindest diese Plattform hier und die Pfeile, die kann man gut erkennen. Hier ist irgendwo eine rote Münze, glaube ich, aber ich kann sie nicht sehen. Da war sie. Hä? Okay, und hier dürfte auch gleich wieder eine drin sein. Perfekt. Okay, dann gehen wir mal runter ins Labyrinth. Da kenne ich mich normalerweise schon eh nicht aus. Und jetzt hier mit diesem Filter werde ich noch weniger Ahnung haben. Aber ich glaube, hier dürfte auch wieder der blaue Schalter irgendwo sein. Ja, ich stehe gerade drauf. Man sieht es nicht so richtig. Aber ich stehe auf ihm drauf. Ich glaube, ich dürfte auch wissen, wo die blauen Münzen erscheinen. Hier nämlich, genau. Ja, und hier sind auch überall blaue Münzen, aber die hat man gar nicht erkennen können. Oh, ich glaube, oh, da habe ich einige verpasst. Hier wären eigentlich noch drei auf einmal oder so gewesen. Das war nicht gut. Ist hier nicht irgendwo eine Tür in diesem Raum? Hier, okay. Okay, der Raum ist mir auch äußerst unsympathisch. Hier kommen die Felsen, glaube ich, runter. Oder genau, das sind die Felsen. Da will ich als nächstes hin. Da dürften auch noch einige Münzen sein.
Nämlich hier links gleich. Ja, das sind einige. Perfekt. Jetzt bin ich gerade unten bei dem See und ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie viele Münzen ich schon habe eigentlich. Ich glaube 73 oder so. Also es fehlen schon noch einige, weil ich leider eben bei dem blauen Münzenschalter einige verpasst habe. Wo ist denn Dory eigentlich? Irgendwo hier dürfte doch Dory auch sein, oder? Ah, hier ist Dory. Aber okay. Kann man irgendwie auch nicht so gut erkennen. Ehrlich gesagt. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wo bin ich denn? Ich check gar nichts mehr. Okay, unter Wasser war ich, na gut. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall auf Dory drauf. Ja, sehr gut. Dann kann ich noch hier zur Mitte und auch noch ein paar Münzen mitnehmen. Ja, ich glaube 79 haben wir jetzt. Und ich bin gestorben. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt mal gleich als allererstes zum Labyrinth und zum blauen Schalter hingegangen, weil das muss halt funktionieren. Ansonsten habe ich keine Chance. Ja. Nein! Ja, ich habe wieder irgendwie 3 oder 4 verpasst oder so. Ich muss mich, glaube ich, wieder umbringen. Das hat sonst keinen Sinn. Das gibt's ja nicht. So, jetzt aber. Jetzt wird's funktionieren. Die mitnehmen. Und hier nicht getroffen werden. Und hier sind noch 3 auf einmal. Genau, jetzt habe ich alle erwischt. Okay, perfekt. Also ja, der blaue Schalter ist wirklich extrem wichtig. Und ich glaube, jetzt stehen wir bei 98. Und jetzt haben wir 100! Perfekt. Puh, aber trotzdem, das war ziemlich hart. Als nächstes spielen wir die wilde Wasserwerft. Und hier haben wir den Seekrankfilter. So sieht die ganze Welt also für einen aus, wenn man seekrank ist. Auch interessant. Ja, ich kann wieder mal Entfernungen überhaupt nicht einschätzen, wie bei sehr vielen Filtern. Aber immerhin ist die wilde Wasserwerft kein allzu schwieriges Level. Aber ich muss hier wieder so ziemlich jede Münze mitnehmen, weil es hier auch nur gerade so über 100 Stück gibt. Und jetzt muss ich hier immer auf diesen Stangen mitfahren und präzise Sprünge machen. Und das ist jetzt doch dann nicht so einfach. Der nächste blaue Schalter. Wir brauchen wieder unbedingt die blauen Münzen. Aber die sind zum Glück hier auch relativ einfach. Ja, war doch gar nicht so einfach. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt brauche ich nur noch ein paar rote Münzen und dann haben wir es gleich. Und 100! Jetzt darf ich nur nicht am Stern vorbeispringen. Aber ich kletter einfach hin. Oh, da wird man sogar nach unten teleportiert. Auch nicht schlecht. Yay! Das war nur die erste Hälfte dieser Challenge. Bei der zweiten Hälfte kommen dann die schwierigsten und übertriebensten Filter von allen. Lasst gerne ein Abo da, denn in ein paar Tagen werde ich den zweiten Teil hochladen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch weitere Challenges anschauen. Beispielsweise habe ich auch schon Super Mario Odyssey mit verschiedenen Filtern gespielt. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.